Sascha für Mobile Geeks hier. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Das hört sich jetzt ein bisschen nach einem Comedian an. Aber vielleicht können sich einige von euch daran erinnern. So vor etwa 3 Jahren hat mal jemand gesagt, einer der populärsten IT-CEOs ever, niemand wird mal ein Smartphone kaufen, wo man nicht seine Hände drumherum packen kann. Wer war das? Richtig, der Kollege hier. Ich habe den leider ohne Brille. Die Brille fliegt hier unten irgendwo rum. Steve Jobs himself sagte das. Nun, mittlerweile wissen wir, wie groß diese Gruppe der Nobodies ist. Und das hatte sich insbesondere geändert, als im September 2011 Samsung auf der IFA das allererste Samsung Galaxy Note, ja, im Grunde genommen den Urvater aller Phablets vorstellte. Und natürlich habe ich das Ding absolut genossen und vor allen Dingen tagtäglich genutzt. Das ist der Spaß hier. Damals noch 5.3 Inch 27p Display war das gewesen. Nicht ganz 27p, 1280 mal 800, also hatte ein bisschen mehr als 27p. Ich habe es geliebt. Weit über 10 Millionen Einheiten davon verkauft worden. Im Grunde genommen den Markt definiert, beziehungsweise ja eigentlich erfunden. Danach, September 2012, was passiert? Wieder auf der IFA, wieder in Berlin, wir waren wieder da, bang, Samsung Galaxy Note 2. Und ratet mal, wer das immer noch nutzt, obwohl ich hier eine ganze Menge Geräte habe, die weitaus neuer sind. Galaxy S4, Xperia Z Ultra, HTC One und hast du nicht gesehen, LG Optimus G Pro. Ich habe es versucht zu nutzen für 2 Wochen, gemerkt, dass ich doch ein Note 2 Fanboy bin, obwohl es eigentlich technisch gesehen dem unterlegen ist. Ja, und jetzt raten wir, was gerade passiert ist, beziehungsweise vor 3 Wochen, IFA 2013, was stellt Samsung vor? Na, wer weiß es, unten in die Kommentare rein, ich löse es auf, das Samsung Galaxy Note 3, und ich habe es hier gerade durch einen Zufall erstanden hier auf dem Gwanghwa Digital Plaza, und das ist nicht die Variante mit dem Qualcomm Snapdragon 800, Da ist der neue Exynos 5 Octa drin, und zwar ist es der 5420. Also, der Nachfolger des 5410, der eher bescheidene Ergebnisse, zumindest hier in dem Samsung Galaxy S4, was ich hier habe, geboten hat. Das lag vor allen Dingen daran, dass er kein HMP unterstützte. Was ist HMP? Heterogeneous Multiprocessing. Das heißt, wie kann ich alle Cores unter anderem auch simultan ansteuern? Samsung sagt, mit der Variante geht das. Ich habe die Kiste hier und ich bin mir ganz sicher, dass ihr der Erste bin, der es hat. Ja, Strike! Ich mache das Unboxing, Walkthrough. Wenn ihr Fragen habt, wie immer unten rein. Viel Spaß und bis gleich. Freunde der Nacht, da sind wir. Das Samsung Galaxy Note 3. Gerade wieder eingepackt, weil ich habe natürlich auch ein englisches Video gedreht. Also bitte, bitte, bitte seht es mir nach. Das ist dann so ein bisschen ein Unboxing eines wieder geboxten Samsung Galaxy Note 3 ist, wenn man das so nennen kann. Wichtigste Frage am Anfang. Ihr habt es gerade mitbekommen. Große Aufregung. Regionale SIM-Card-Lock-Geschichten geisterten durch die Blogosphäre und über die Tech-Seiten. Ich guck mal ganz kurz. Kann ich hier irgendwie so einen Aufkleber finden? Nö. Also, die Exynos-Variante ist dann offenbar international verfügbar, beziehungsweise ihr könnt auch eine deutsche SIM-Karte reinschmeißen, eine amerikanische, eine asiatische, und hast du nicht gesehen. Lasst uns auspacken. Da ist es endlich. Lecko Funny, was habe ich auf die Kiste gewartet? Schiebe ich mal eben kurz zur Seite. Wir gucken mal eins an, was noch an Zubehör am Start ist. Der Akku. 3200 mAh bei 3,8 Volt. Da seht ihr 3200. Rückseite seht ihr die 3,8 Volt. Macht 12,16 Wattstunden. Das ist mehr als doppelt so viel, als zum Beispiel im Moment das iPhone 5S aufweisen kann. Was natürlich auch ein kleineres Display hat und so weiter und so fort. Jetzt wird es interessant. Guck mal, der ist blau. Ja, also USB 3.0. Und was haben wir auf der anderen Seite? Micro-USB 3.0. Das heißt, ihr habt natürlich hier unten auch einen anderen Stecker dran. Ihr könnt aber nach wie vor auch bei Micro-USB aufladen. Das dürfte dann erfahrungsgemäß, oder zumindest gehe ich mal ganz schwer davon aus, ein bisschen länger dauern. Ab an der Seite damit. Netzteil. Ja, wir haben andere Schweinenasen in den Wänden verbaut hier in Taiwan. Das sind so die US-amerikanischen Stecker. Müsst ihr jetzt okay. Wir haben Garantiebedingungen, hast du nicht gesehen. Dann haben wir hier noch ein Headset, was in meinen Augen ein bisschen billig aussieht.
Und dann ist, ja, dieses Dingen. Und da könnt ihr mir bitte sagen, wofür das gut sein soll. Irgendwas kann ich damit machen? Kann ich dann da irgendwie die SIM-Karte mit raus operieren? Kann ich persönlich eine Akupunktur damit durchführen? Ich habe überhaupt keine Ahnung im Moment. Ich weiß es nicht. Ich stelle mich wahrscheinlich auch total dösig an. Von daher lassen wir auch das mal eben kurz hier so an der Seite liegen und kümmern uns final um Samsung Galaxy Note 3. Bitte seid nicht böse wegen dem Ton. Der ist nicht der beste diesmal, weil Nicole ist gerade in Kanada und hat unser Mikrofon mitgenommen. Und sagt, oh, der Palm erzählt immer, wie erfolgreich das Blog ist und kann sich noch nicht mal ein zweites Mikrofon leisten. Ja, wir haben auch noch andere Mikrofone hier. Nur ich finde sie nicht. Und ich wollte natürlich jetzt ein Unboxing machen. Also, bitte seht es mir nach. Die nächsten Videos dann wieder in gewohnt guter Qualität mit meiner sensationellen Singstimme, die gefürchtet ist in verschiedenen Karaoke-Stuben auf diesem Planeten. Also, Samsung Galaxy Note 3 Super AMOLED Full HD Display, also 1080p, 5,7 Inch. Das heißt, wir haben eine Pixeldichte von 386 ppi. Das ist im Vergleich zu den 5-Inchern, ich sollte es vielleicht mal ein bisschen zentral schieben, zum 5-Inchern nicht das meiste, aber piep drauf. Ganz genau. So, drumherum. Und dann das allererste, was mir auffällt. Oh mein Gott. Ihr kennt den Spruch, ich sage immer so ganz gerne, das ist ein reiner Handschmeichler. Das ist nicht nur ein reiner Handschmeichler, das ist ein Handschmeichler par excellence. Was haben die da hinten gemacht? Ja, guck mal hier. Sogar so Nähte sind da dran. Ist es Leder? Ist es Fake-Leder? Ist es echtes Kunstleder? Ist klar. Also, es fühlt sich so an, wie zum Beispiel damals beim BlackBerry Boat, also eine Zeit, als RIM oder jetzt BlackBerry noch tolle Geräte gebaut hat. Die haben hier so ein Kunstleder drauf geknallt. Das fühlt sich nicht nur so an wie echtes Leder, das sieht nicht nur so aus wie echtes Leder. Ich will mal ganz kurz riechen. Ehrlich, ich schwöre, wenn es Geruchs-YouTube geben würde, dann würde ich jetzt sagen, erst würde das sein, der Palmberg hat eine Waffe. Das kann durchaus mal vorkommen bei mir. Keine Ahnung, ob das aber in diesem Zusammenhang gesagt werden darf. Denn ich habe sogar fast das Gefühl, das riecht so ein bisschen nach Leder. Irgendwas haben die damit gemacht. Auf alle Fälle sensationell und generell fühlt sich das dadurch sehr premiumartig an. Und verdammt nochmal, ist es leicht. Ja, Vollidiot. Batterie vielleicht mal einbauen, ist klar. Gut, operieren wir mal hinten kurz die Abdeckung weg, ohne sie kaputt zu brechen. Gut, machst du das, Sascha. Ihr seht übrigens die 13-Megapixel-Kamera hinten. Da gehen wir gleich auch noch ein bisschen drauf auf die gesamten Features und so weiter. Nochmal, ich möchte jetzt hier echt nur ein Unboxing machen, weil mein Walkthrough mit dem Samsung Galaxy Note 3 wird episch werden. Also, Popcorn-Vorräte, Chips-Vorräte, Cola, Bier, Bier-Vorräte aufstocken. An diesem Wochenende werde ich wahrscheinlich so irgendwie so ein Halbstunden, 45-Minuten-Video drehen, in dem ich euch zeige, was man mit dem Samsung Galaxy Note 3 alles Cooles machen kann. Also, hier ist die Kiste. Lass uns noch mal ein bisschen über die Spezifikation reden. Ich habe schon gesagt, 5,7 Inch Super AMOLED HD Display, 1080p ist die Auflösung. Das ist der Samsung, es ist der Samsung Exynos 5 Octa. Und zwar ist das ein Quad-Core, ARM Cortex A15 mit 1,9 GHz Kern und ein ARM Cortex A7 mit 1,3 GHz Kern. Das Schöne ist, jetzt hat er einfach, wie ich schon gerade sagte, die HMP-Unterstützung. Das heißt, alle Kerne können auch gleichzeitig laufen. Das behauptet zumindest Samsung und wir werden das natürlich dann auch testen müssen. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Obwohl jetzt der Akku drin ist. Lecko funny. Das Ding ist eine Ecke leichter, 168 Gramm. Wenn ihr direkt das Samsung Galaxy Note 2 daneben halt, ihr merkt das sofort und generell ist das, echt, das fühlt sich halt wie ein Plastikbomber an. Das ist ja nicht schlecht verarbeitet. Aber im Grunde genommen, vom Feeling her könnte das auch aus dem Kaugummiautomaten um die Ecke kommen. Na, das ist jetzt nicht irgendwie, setzt kein Benchmark für irgendwelche Verarbeitungsqualitäten. Na, das ist hier, das schreit so geradezu nach, hätte ich schon fast wieder Leckofunny gesagt. Ich habe zu oft Herbert Knebel, glaube ich, die Woche gehört. Es schreit Premium.
Und das gefällt mir unheimlich gut bei der Kiste. Also, vorne haben wir dann eine 2-Megapixel-Kamera. Also ich bin mir ganz sicher, dass es eine 2-Megapixel-Kamera ist. Vielleicht verhaue ich mich jetzt auch wirklich komplett da. Aber wenn es so ist, dann einfach unten einen Kommentar hinterlassen. Ich kann mich auch mal irren. Und ihr seht, wie wunderbar gut ich wieder vorbereitet bin. 3 GB DDR3 RAM gibt es oben drauf. Ich habe die 32 GB Variante. Es gibt auch eine 64 GB Variante. Wir haben hier den Stylus. Unten, wie gesagt, schon Micro-USB 3.0 auf der rechten Seite beziehungsweise auf der linken Seite, Sascha. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Da haben wir entsprechend die Lautstärkeregelung. Auf der rechten Seite haben wir den An- und Ausschalter. Oben Anschluss für euer Headset. Tja, und das ist das Samsung Galaxy Note 3. Während die Möhre gerade mal eben schon hochfährt, wenn sie denn hochfährt, möchte ich ganz kurz mal einen kleinen Mini-Vergleich antreten. Da, Samsung Galaxy Note 2. Neuer Startup-Sound, wenn mich nicht alles täuscht. Hier Samsung Galaxy Note 1. 5.3 Inch, 5.5 Inch, 5.7 Inch. Ihr seht, generell haben die sich so ein bisschen geändert, also vom Aussehen bzw. von der Form. Auch natürlich auf der Rückseite könnt ihr die evolutionären Schritte sehen, die die Südkoreaner mit ihren Tablets durchlaufen haben. Und ihr seht, da habe ich schon den Stylus verloren. Irgendwo fliegt er rum. Was vielleicht auch noch interessant ist, ich zeige euch mal ganz kurz, wie dick bzw. wie dünn die sind. Denn das neue Samsung Galaxy Note 3, 8,3 mm. Ja, was ist das denn für ein Denglisch, Herr Pallenberg? 8,3 mm ist das. Und ja, generell versuchen wir so ein bisschen die Designsprache, die man damals mit dem Samsung Galaxy S4 gestartet hat. Da sehen wir das mal. Ne, mit diesem, ja, ist es eigentlich Metall oder ist es Plastik? Also es fühlt sich an wie Plastik, definitiv. Ich bin mir nicht so sicher. Haben sie also jetzt hier auch auf dem Galaxy Note 3. Okay, wir zoomen jetzt mal so ein bisschen rein. Ich mache jetzt zumindest so ein Mini-Walkthrough und wir lassen mal ein, zwei Benchmarks durchlaufen, beziehungsweise zweimal den Quadrant. Das ist einfach der traditionelle Touch-Swiss. Natürlich hier drauf. Ihr seht, das ist alles super zuppig. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Bevor ich weiter reingehe, pass auf, lass uns eben kurz... Ach, ja, ja, ist klar. Er fängt hier schon an, sich die lustigen Updates zu ziehen. Das versuche ich jetzt mal irgendwie ganz schnell zu unterbinden, weil das wird nicht ganz so schön für den Benchmark sein. Stopp! Der versucht natürlich jetzt hier wirklich alles, was ich in irgendeiner Art und Weise mal im Google Play Store gekauft habe, da drauf zu schießen. Ich muss das Syncing einfach ausschalten. Okay, wir machen den vollen Benchmark und schauen mal, wie schnell er das durchscheppert. Wie gesagt, Exynos 5420. Wir werden dann noch richtig detaillierte Benchmarks machen. Was hier einfach interessant ist, Armali T628 MP6. Die GPU habe ich jetzt noch nicht so häufig getestet. Und natürlich ist der Vergleich zum Samsung Galaxy S4 Octa. Das habe ich nämlich hier mit dem 5410 ganz interessant. Ne, aber jetzt erstmal kurz die Geschichte so einmal durchrappeln lassen. Ich weiß nicht, ob der im Hintergrund was bastelt, weil normalerweise, ich habe das im englischen Video, war das immer über 50 Frames gewesen. Das sah nicht gut aus. Das sah gar nicht gut aus, obwohl 19.300. Ich bin immer so knapp unter 20.000 gewesen. Ich lasse noch mehrere Benchmarks darauf laufen und weil Xperia Z1 liegt irgendwie, glaube ich, so bei 21 oder 22.000 Quadrant. Aber vor allen Dingen, lass uns mal gucken, wie der Graphics Bench läuft, wie AnTuTu läuft. Das sind so eher so die Benchmarks, wo ich sagen würde, komm, die können ganz interessant werden. Juti. Ansonsten, was ist hier vorinstalliert? Hat diverse neue Samsung-Apps da drauf. Was ich ganz spannend finde, S-Health haben wir hier, Nox wird interessant und natürlich Action Memo. Also all die Sachen, die ich jetzt mit dem Stylus machen kann. Aber wie gesagt, das kommt alles in den Walkthrough rein. Erster Eindruck, ja, ich habe es natürlich schon auf der IFA getestet. Getestet, ja, ist klar, Herr Pallenberg. Ein Hands-on-Video gemacht. Tja, das ist mein neuer Daily Driver, da brauchen wir uns doch gar nicht drüber unterhalten. Es wird ganz, ganz viele Walkthrough-Videos geben. Es wird Benchmark-Videos geben, Gaming-Videos und hast du nicht gesehen. Wenn ihr Fragen habt, dann haut sie unten in die Kommentare rein. Wenn ihr was Besonderes sehen wollt im
epischen Workshop-Video, was wirklich richtig lang werden wird, bitte auch unten in die Kommentare rein, weil dann kann ich mich so ein bisschen auch damit beschäftigen und euch auch direkt wieder Feedback geben. Das ist das neue Samsung Galaxy Note 3. Ich bin nach wie vor Sascha für Mobile Geeks. Bitte subscribe, abonniert doch einfach, ist doch auch ein deutsches Wort, abonniert doch einfach mal unseren Channel, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das mit dem Video so einigermaßen gepasst hat, oder teilt es oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen.